In der letzten Folge kamen wir in Herzhofen an und stellten uns der dritten Arena. Doch dies ging nicht ohne Verluste daher. Wie können wir unser Team neu aufbauen, um uns von diesen zu erholen? Okay, wir haben Knaxel. Das ersetzt unser Vibrava ziemlich gleichmäßig. Aber was holen wir anstatt Kinoso rein? Kinoso war so viable einfach mittlerweile. Der Egelsamen. Wieso hat der Egelsamen... Ach, diese scheiß Konfusion. Konfusstrahl hat uns übelste gefickt einfach nur. Wäre der Egelsamen rausgekommen, wäre das Game so easy geworden. Ja, wir haben ihn hier. Aber ich glaube, Burmi hat einfach kein viable Level Up mit Moveset, was auch immer. Wir hätten halt die Möglichkeit, Evoli weiterzuentwickeln. Wir wissen ja, wo der Moosstein ist. Und zwar direkt links von uns. Aber ich glaube, wir holen uns jetzt erstmal Encounter. Okay, ich wollte gerade nach rechts gehen. Spontan halte ich das für eine beschissene Idee. Oh nein, und nach unten können wir immer noch nicht. Oh no. In der Hoffnung, doch noch ein neues Teammitglied zu bekommen, machen wir uns also auf den langen Rückweg bis hin zum Ewigwald. Es kann sein, dass ich lost bin, aber ich bin mir sicher, wir haben da oben noch kein Pokémon gefangen. Ja, wir waren hier oben noch nicht. Da liegt ein Item. Das heißt, wir haben mindestens ein, vielleicht zwei Encounter da in dem Haus. Äther, sehr, sehr nice, not gonna lie. Okay, die alte Villa. Das Problem ist, wir werden hier... Es ist ja kein Randomizer. Ich bin hier so ein bisschen mit der Hoffnung reingegangen, dass wir hier irgendwas Wildes kriegen. Guten Ersatz vielleicht, aber wir werden hier Geist-Pokémon bekommen. Naja, Nebulak. Ich meine, Nebulak ist halt not bad, aber... Ist jetzt auch nicht unbedingt, was wir brauchen. Warte mal, wenn das Ding Fluch einsetzt, hatte ich es gerade getötet, oder? Holy shit! Nachtnebel, sehr gut. Jetzt müssen wir es nur noch fangen, so schnell wie möglich. Ich werde sogar einen Superball werfen, weil wir brauchen das, bevor es Fluch einsetzt und sich selbst umbringt. Ich nehme gerade alles, was wir kriegen können. Sehr, sehr gut. Okay, Onyxia hat richtig guten Job gemacht mit der Paralyse und direkt in den roten Bereich bringen. Amazing. Ich gebe zu, ich habe den Namen online geklaut, aber... Der ist einfach zu gut, um ihn nicht zu benutzen. Okay, und eventuell müssten wir jetzt hier noch einen Rotom finden, ne? Auf der Suche nach Rotom sammeln wir die bald sicherlich sehr praktische Furchttafel auf und finden schließlich den mysteriösen, uns anschauenden Fernseher. Allerdings passiert merklich wenig, wenn man ihn anspricht. Okay, hier ist der Fernseher. Aber ich habe keine Ahnung, wie man den aktiviert. How do you do this? Okay, wir wackeln jetzt am Fernseher. Easy peasy, ist ein Zeit-Event, geht nur zu bestimmten Zeiten. Und es ist gerade zufällig die Zeit geworden. Ganz ohne mein Zutun natürlich. Wir versuchen jetzt das Rotom zu fangen. Rotom sollte ja eine bessere Spezialdefensive haben als Dingens, oder? Okay, es ist ein Static Encounter, das heißt, wir dürfen den fangen. Als Nebulak. Ja, sehr gut. Oh, die Paralyse! Dream! Straight up Dream! Holy shit! Und er bleibt direkt im ersten Ball drin. Junge, let's go. Richtig nice. Ich überlege gerade, ich glaube, wir haben sonst überall alles gefangen, ne? Hier links haben wir schon was gefangen. Weizufer haben wir was gefangen. St. Gemma haben wir geangelt. Erzling haben wir alles abgegrast. Kraterberg, Route 208, Herzhofen. Das Einzige, was jetzt also noch ist, ist Route 209. Aber da steht halt unser Rivale. Von daher weiß ich nicht, ob das gerade so eine gute Idee ist. Jetzt ist halt die Frage, wagen wir es? Ist es ein Rivalenkampf? Ich meine, so wie er da steht, ist das 100% ein Rivalenkampf. Trainiere ich die... Ich habe eigentlich keinen Bock, die Monster zu trainieren, oder? Ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Okay. Wie sieht's aus? Hast du mich schon wieder warten lassen? Habe ich nicht. Und ja, es ist ein Kampf. Ah, nur gut, dass ich euch geprankt habe und ich war tatsächlich trainieren, wie ihr jetzt im Oval sehen werdet.
Ja, ich habe keinen Bock, noch einen Mon zu verlieren. Oh mein Gott, gut, dass ich Level 40 trainiert habe. Der fängt einfach mit Level 40 an. Kaumalat gegen Saphira, gegen unser Knackser, das übrigens Drachenklaue hat, was insane ist, not gonna lie. Insane. Ungelogen, dieses Mon ist jetzt schon das Mon, was die meisten Damage in unserem Team macht. Also sehr, sehr nice. Kaumalat, easy One-Hit, freue ich mich. Fukano. Wir haben jetzt den Schaufler, der ist gerade auf Level 40 erst dazugekommen. Der Bedroher ist natürlich kacke, aber ich glaube trotzdem, dass ich einfach auf den Schaufler gehe. Ich tippe fast darauf, dass er Brüller einsetzen will. Agilität. Habe ich Angst vor einem Fukano? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wieso sind die eigentlich alle noch nicht entwickelt, die Mons? Wieso hat er einen Fukano und keinen Akani? Wieso hat er einen Kaumalat und keinen Knackser? Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig. Wie viel macht der Schaufler? Trotz Bedroher One-Hit, gut, dass ich drin geblieben bin. Fukano ist auch raus. Das läuft deutlich besser als der Arena-Kampf. Aerodactyl. Das Ding könnte Eisbiss haben, Eiszahn haben. Da bleiben wir nicht drin. Frage ist, wer ist unser Switch-In? Ja, das ist eine gute Frage. Wer ist unser Switch-In? Wie sieht's aus mit Onyxia? Gute physische Defensive. Sollte eigentlich unser bester Switch-In sein. Bodycheck? What? Kein Eiszahn? Setupen wir? Du hast mal Feuer ohne. Warte, Bodycheck? The fuck? Warum Bodycheck? Legit, alles wäre besser als Bodycheck. Du kannst auch fies sein? Ja, du kannst fies dumm sein anscheinend. Hä? Ja gut, wenn er auf Bodycheck bleibt, dann gehe ich auf Fluch, like, what the fuck? Da überlegen wir doch gar nicht lange. Okay, jetzt kommt die Antikra. Wahrscheinlich, weil meine physische Defensive wird so hoch ist, dass eine. Er kriegt die Boosts. Natürlich. Der Danger 112. Wohl eher der Boost 112, Alter. Holy fuck. Okay, Steinwurf. Wenn du jetzt nochmal die Boost kriegst, kriege ich die Krise. Gott sei Dank. Wenn er jetzt nochmal die Boost gekriegt hätte, hätten wir ein wirkliches Problem gehabt. Okay, Steinwurf macht Gott sei Dank ein wenig Damage. Das Problem ist, wenn er nochmal die Boost kriegt, könnte er das fast noch überleben. Das ist halt gut, dass die spezielle Offensive von der Aerodactyl komplett Grütze ist. Sonst wäre das jetzt kritisch geworden mit Antikraftzimmer. Aber easy game, easy life. Aerodactyl ebenfalls besiegt. Was kommt als nächstes? Wir sind auf plus 2, je nachdem was reinkommt. Bojelin, okay, da kann ich nicht mehr. hätten wir jetzt noch unser Kinoso, wunderbarer Switch-In. Unser aktueller Switch-In ist entweder Hacker oder Red Lobster. Beide nicht so das Wahre. Ich schau mal, wie Hacker in sowas reinkommt. Oh, der Typ kann Knirscher haben, ne? Ah, der Typ kann Knirscher haben. Whirlpool, okay, auswechseln ist jetzt eh nicht mehr. An der Stelle müssen wir halt drin bleiben. Ich hoffe einfach, wir überleben einen Knirscher. Ich wusste nicht, dass Bojelin Whirlpool lernt, ehrlich gesagt. Aber gut, unsere Schockwelle sollte... Oh mein Gott, der ist schneller als wir. Es ist ein Crit. Es ist ein Crit! Ich krieg das Kotzen einfach nur. Holy fuck! Mann, warum? Oh mein Gott. Oh, Rotom wäre gut gewesen. Rotom wäre richtig gut gewesen. Rotom war auch richtig gut im Training. Whirlpool, Alter. An der Crit. Er ist einfach scheiße, ey. Holy fuck. Reptane. Aus irgendeinem Grund nicht entwickelt. Oh, Alter, das macht Damage. Aber wir können eigentlich einfach in Goku rauswechseln. Nevermind. Alter, macht das Damage. Holy shit. Ich glaube, ich wechsle trotzdem raus, weil ich habe Angst vor einem Crit. Er könnte jetzt heilen, aber ich glaube, mit Goku haben wir da, auch wenn er heilt, einen guten Switch-In, gute Möglichkeiten. Level 44, by the way. Holy fuck, gut, dass ich trainiert habe. Limonade. Okay, macht Sinn.
Aber ich glaube nicht, dass er irgendwas großartig gegen uns hat. Das heißt, Flammenrad. Er könnte vielleicht Schaufler haben, aber dann kann ich halt einfach auswechseln. Aber das Flammenrad killt er doch einfach. Mann, Alter, dass wir Rotom verloren haben. Oh, das ist so kacke. Rotom war so gut. Es ist so ein Scheiß einfach nur. No shit. Ich meine, at least kriegen wir einen neuen Encounter. Ich sollte vielleicht vor Bälle kaufen gehen. Und dann können wir versuchen, einen neuen Encounter zu holen. Was ist es? Bitte was Gutes. Bitte. So viel zum Thema was Gutes. Scheiße. Oh nein, Akupressur. Oh nein, der Fluchtwert. Dieses Dodri macht echt viel Damage. Dieses Dodri macht zu viel Damage mittlerweile. Ich habe schon zig Bälle geworfen, ich habe leider die Paralyse nicht gekriegt. Es macht zu viel Damage. Ich glaube, ich habe keine Wahl. Ist doch scheiße. Oh mein Gott, es überlebt. Wäre jetzt ein Crit gekommen, ne? Ich wäre komplett ausgerastet. Darm hier, Plex, komplett lost. Low Punny, komplett lost. Formeo, es wird immer besser. Pandir, Chanera und Ibitak. Die Wiese hätte ich mir einfach sparen können. Aber nein, wir verlieren lieber unser... Ach, das ist alles so ein Dreck einfach nur. Wir haben nichts auf der Box. Was soll ich denn mitnehmen? Womit soll ich die denn ersetzen? Es ist alles scheiße, was hier drin ist. In der nächsten Folge. Was erwartet uns auf unserer Reise weiter gen Osten? Sind wir stark genug für die anstehenden Doppelkämpfe? Und welche Encounter können eventuell doch noch unser Team verstärken?